Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch aus der Legends-Serie von Hasbro, Marvel She-Hulk. Oder was man auch sagen kann, Marvel Legends She-Hulk. Ja, habe ich jetzt auch schon wieder seit ein paar Tagen da. Kaum war sie erschienen, war sie auch schon wieder ausverkauft, zu Recht, denn wir haben hier eine grandiose Skulptur, das kann man anders gar nicht sagen. Sie ist nicht wirklich neu, es gab schon einige Vorgängermodelle zu She-Hulk, überhaupt kein Thema, in allen möglichen Farben übrigens. Aber zu diesem Modell hier gab es schon Vorgänger, ebenfalls in dieser Serie, aber als Build-A-Figure-Variante. Sprich, bei She-Hulk lag noch ein zusätzliches Körperteil bei, womit man, wenn man die ganze Serie sammelt, noch einen zusätzlichen Charakter zusammenbauen kann. Die Serie habe ich leider Gottes verpasst. Mich hat auch nicht unbedingt die Serie interessiert, aber She-Hulk. Denn ich finde, sie ist wirklich fantastisch modelliert. Der Kopf war seit Anfang an der absolute Hingucker. Ich spreche von einem Kopf, ja. Ihr seht hier zwei. Der rechte Kopf, den ihr seht, mit den gefletschten Zähnen, das war der Originalkopf. Der war schon bei der ersten Figur drauf. Und dieser, ja, neutrale Kopf, den haben sie hier neu dazu modelliert. Zudem war die Vorgängerfigur grau und hatte mehr oder weniger eine blaue zerrissene Jeans an. Ja, Körper war grau mit so grünen kleinen Narben. Hat auch super ausgesehen, aber ich habe es leider Gottes verpasst. Man kann es heute immer noch kaufen, kein Thema. Aber ja, ich steige da meistens bei den Preisen aus, weil wir haben es hier mit Massenfiguren zu tun und da sollte man wirklich nicht zu viel auf den Tisch legen. Ja, ich habe die beiden hier für den Originalpreis bekommen. Ja, und warum habe ich hier zwei Figuren stehen? Ganz einfach. Ich habe die erste rechts neulich bekommen, habe es ausgepackt, habe es angeschaut und dachte mir, ach du Schande, das ist eine 10 von 10. Denn die Verpackung der Blister ist perfekt. 0,0 Abstöße. Das Sichtfenster 0,0 verkratzt. Auch She-Hulk 0,0 irgendwelche grob sichtbaren Gussnasen. Und sie sitzt perfekt in der Verpackung. Perfekt, wie es besser nicht sitzen kann. Ich habe mir echt überlegt, boah, soll ich die auspacken oder nicht? Normalerweise mache ich nicht so ein Geschiss, denn ich bin kein Verpackungssammler. Ja, pack aus die Scheiße und gut, aber sie ist wirklich perfekt. Also komm, ich habe mir das Ding ein zweites Mal bestellt und ziehe da die zweite Figur, die kam, sprich hier die linke. Die ist nicht perfekt drin. Der Karton hatte ihr auch einen ganz, ganz kleinen Stoß. Das kannst du eigentlich komplett übersehen, aber ist halt vorhanden. Und darum habe ich überhaupt kein Problem, die linke Figur heute in diesem Video auszupacken und zu besprechen. Ich bin gespannt, auch ob der Beweglichkeit, genauso bin ich gespannt, ob die Gelenke die ganze Skulptur hier kaputt machen. Vor allem, wie gut kann man hier alles abnehmen, anstecken und so weiter und so fort. Was die Bemalung angeht, kann ich euch jetzt schon sagen, beide sind wirklich perfekt. Ja, ich weiß hier und da von einigen Sammlern, die Lippen sind teilweise nicht ganz so perfekt bemalt. Bei den Augen gab es anscheinend, also bei den Leuten, die ich kenne, keine Probleme. Die sind überall sauber gesetzt. Aber hier und da die Lippen, ne, nicht ganz vollständig bemalt. Wie schon gesagt, die rechte Figur hier 10 von 10. Eigentlich gehört die echt in eine Box eingepackt, in den Schrank gestellt und reifen lassen. Ne? So sieht's aus. Aber ich bin ja kein Scalper. Ne? Ich glaube, dazu muss man geboren sein. Nee, aber ich habe mich einfach gefreut, dass die so perfekt hier angekommen ist. Und komm, ich mache hier einfach mal eine Ausnahme, weil ich mag die Figur total. Schon beim ersten Mal gesehen und komplett in sie rein verliebt. Ja, großartig. Ja, ansonsten Marvel Legends, ich bin kein Fan von den typischen Superhelden allgemein, die aus dem Amiland kommen. Es gibt ein paar Figuren, die ich wirklich mag, aber für mich tragen Helden keine Umhänge, ja, keine Kostüme, vergiss es. Die wahren Helden arbeiten entweder in sozialen Berufen, heißen Conan der Barbar, oder trieben ihr Unwesen in den Nibelungensagen. So sieht's aus. Das sind für mich Helden und nicht das, was hier aus dem Amiland kommt. Aber wie auch immer, das steht auf einem anderen Blatt.
Nur meine bescheidene Meinung. Die Verpackung von She-Hulk hier hat die Größe von 26,8 in der Höhe, gut 15 cm in der Breite und an der tiefsten Stelle haben wir hier 6 cm. Diese Verpackungen sind nicht, ja, wie soll ich sagen, komplett eckig, sondern sind nach oben hin etwas schmaler zulaufend. Sehr außergewöhnlich, sieht aber gut aus, ist ein Gag, kann man machen. Und die schwarze Grundfarbe mit dem entsprechenden Superheldenaufdruck drauf, das sieht schon schick aus, das muss man ganz klar sagen. Die Figur selbst, denke ich mal, hat so ja, rund 18 cm. Wir werden es hier gleich nachmessen, wenn ich es ausgepackt habe. Gut, ansonsten She-Hulk kommt hier mit 2 austauschbaren Köpfen. Sie hat 4 Hände. Die geballten Fäuste haben sie ihr schon angesteckt und die geöffneten Hände, die seht ihr, sind auch mit in der Verpackung. Eine Aufstellhilfe gibt's nicht, denn diese Marvel Legends Figuren stehen eigentlich alle von selbst. Ja, wie schon gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Beweglichkeit. Lange Rede, lasst uns die gute hier auspacken. So, dann würde ich sagen, ganz kurzer Blick auf die Fensterbox, auf die Verpackung, den Blister, den ich hier auspacken werde. Ja, das Großartige an dieser She-Hulk ist, sie wirkt nicht monströs. Sie sieht halt aus wie eine Frau und sie hat wunderschöne Proportionen, kann man anders gar nicht sagen. Ja, also meine Ehrerbietung, Kniefall und Verbeugung vor dem Künstler, vor der Künstlerin, der das hier gestaltet hat. Der absolute Oberhammer. Steht es nicht auf der Rückseite drauf? Nee. Manche stellen ja die ganzen Leute vor, die an so einer Figur hier mitgearbeitet haben. Ich hatte noch nie so eine Marvel Legends Verpackung in der Hand, persönlich, weil es mich nie groß interessiert hat. Aber wie schon gesagt, diese She-Hulk ist grandios. Dieses Modell, diese Skulptur ist der Hammer. Guckt euch diesen Kopf hier an. Fantastisch skulpturiert. Wunderbarer, neutraler Ausdruck. Und hier halt, ja, der Rage-Modus. Ein Wahnsinnshammer-Gesicht. Großartig. Ja, ihr seht schon, die Figur ist nicht ganz perfekt drin. Sie guckt nicht gerade nach vorne, sie guckt ein bisschen schräg nach rechts, von uns aus gesehen. Dann sehen wir hier auch die Hände. Und an dieser Hand seht ihr eine Gussnase. Ne? Hier am Ballen, zack, hier haben wir eine Gussnase drin. Nicht ganz so schön, darum habe ich hier 0,0 Problem, das auszupacken. Auch hier haben wir eine Gussnase. Ihr seht dann hier vielleicht auch auf diesem Kunststoff, auf diesem Blister, da sind so Abriebe drauf, ja. Das ist nicht ganz so schön. Das ist bei der anderen Box nicht so. Und hier oben, hier am Rand, haben wir so eine kleine Quetschstelle. Es ist eigentlich kaum der Rede wert, aber ist halt nun mal vorhanden. Darum ist keine 10 von 10, ne? Dann seht ihr hier teilweise auch noch ein paar weiße oder helle Blitzer. Das ist ganz einfach, weil dieser Karton hier gefalzt wurde, sprich doppelt ist. Und da kann das mal passieren, wenn es nicht zu 100% passt. Aber die sind schon echt schön gemacht, ne? So, also hier, wie schon gesagt, hier die beiden Köpfe, die man tauschen kann. Die beiden Hände, die man tauschen kann mit den Fäusten, die sie hier schon dran gemacht haben. Und im Gegensatz zur Vorgängerskulptur, die Hose hier schwarz und nicht blau. Und auch das Grün, was sie für She-Hulk hier gewählt haben, ist perfekt. Ich sage immer Laubfroschgrün dazu. Es ist super. Ende des Jahres kommt noch eine Marvel Legends Figur, die ich unbedingt haben möchte. Ich verrate es mal noch nicht. Lasst euch überraschen. Bin ich mal gespannt, wie gut der zu ihr hier passt, ne? Okay, also schön gemacht auf jeden Fall. Hier oben Legends Serie. Das Ganze empfohlen. Ab 4 Jahren aufwärts, also in meinen Augen ist es kein Spielzeug, es sind Sammelfiguren, fertig, aus, ab. Das Kindern geben, das ist Schwachsinn, wie auch immer. Ja. Dann hier Marvel She-Hulk von Hasbro, seitlich sieht man schön Comicdruck, da sieht man sie auch und sie ist längst nicht so, wie sie hier das Gesicht modelliert haben. Also definitiv nein. Eine fantastische Skulptur. Hier sieht man sie auch nochmal. Coole Comic-Abbildung. Und auf der Rückseite seht ihr sie auch nochmal. Da wirkt sie halt wesentlich monströser, als wir sie hier vorne haben. Ja, das ist, boah, Leute, Wahnsinn. Träumchen. Auf jeden Fall coole Abbildung. She-Hulk Marvel Legends Series. Und hier haben wir auch einen kleinen Begleittext in verschiedenen Sprachen. Hier unten auch in Deutsch. Jennifer Walters verwandelt sich in She-Hulk, eine gigantische grüne Heldin mit enormer Stärke und dem Willen, Gutes zu tun. Oh, Mann.
Sieht das nach gutem Willen aus? Ich weiß nicht so richtig. Was wollt ihr mir hier verkaufen, ne, Hasbro? Wie auch immer, hier habt ihr das Copyright von 2021, also ganz neu in dieser Aufmachung hier erschienen, obwohl die Skulptur nicht ganz so neu ist. Ich kann es nur noch mal sagen, falls euch interessiert, gibt es auch in einer grauen Variante, einer blauen zerrissenen Jeans und mit nur diesem Kopf hier drauf, dieser neutral schauende Kopf hier, ist neu. Was mir übrigens auch sehr gut gefällt, Hasbro hat hier einen Kleber verwendet, den man super lösen kann. Also wenn ihr den Kleber nicht allzu lange drauf lasst, ihr kriegt den weg, ohne auch nur den Ansatz einer Restspur. Ja, macht den weg, lasst den nicht drauf, auch wenn es dann für einige Sammler nicht mehr OVP ist, macht den Kleber weg. Es sieht um Klassen besser aus ohne. Ne? Hier unten habe ich es dran gelassen. Es sind diese Klebestreifen, die kriegt ihr aber perfekt weg. Gut, dann würde ich sagen, öffne ich das doch auch hier. So. Und hol gleich hier mal den Inhalt raus. Unsere She-Hulk. Ah, wunderbar. Über die Hände haben sie auch nochmal einen Klebestreifen drüber gemacht. Ja, da brauche ich immer Herztropfen. Weil wenn es ganz blöd läuft und die Hände kommen wirklich auf dem Kleber auf, dann kann das mit der Zeit unschöne klebrige Stellen geben. Ja, hier nicht so schlimm. Ach, was für ein wunderbares Mädel hier. Ehrlich, der Hammer. Jetzt schon, ne? So, wenn wir natürlich wieder alles einzeln besprechen und dann bisschen posen. Ich werde es natürlich auch noch in 360 Grad filmen. Das ist ja wohl ganz klar. Bin ich mal gespannt, was für coole Posen wir hier machen können. So, dann hole ich mal den Kopf hier raus. Lässt sich sehr schön herausnehmen. Dann natürlich She-Hulk. Perfekt. Und die Hände. Auch das geht wunderbar. Supidupi. Die liegen mehr oder weniger nur drin, wurden nicht reingeklemmt. Hier haben wir übrigens noch die Warnhinweise drin und das ist der Hintergrund, die Faust, die grüne Faust mit Strahlen umrandet. So, ich beginne hier mal mit den leicht geöffneten Händen. Ihr könnt schon sehen, ja, Gussnasen ohne Ende, ne? Auch an den Fingern dran, nicht ganz so schön. Hier haben wir das Gelenk, können wir anstecken, rausnehmen, okay. Und wie es aussieht, haben sie das auch in der Farbe gegossen, in dem Grün und nicht bemalt. So wie es Necker immer sehr gerne macht, ne? Die dann festhängen. Man braucht meistens heißes Wasser, um das zu lösen. Und wenn ihr Glück habt, löst sich dann die Farbe, wenn ihr es ein paar Mal hin und her bewegt. Ja? Die Hände hier haben wunderbare Details. Guckt euch das an. Man sieht die Adern, man sieht die Unebenheiten. Boah, klasse gemacht. Auch die Form der Finger gefällt mir hier super gut. Also richtig schön gemacht, nicht ganz so schön, wie schon gesagt, die Gussnasen, das ist nicht so unbedingt der Brüller. Man kann hier auch die Nägel erkennen, ja, und also super, super schöne Hand. Klasse, wo ist die nächste? Die haben wir hier. Wirken auf den ersten Blick gleich, aber sie sind etwas anders gekrümmt. Auch hier leider Gottes eine Gussnase quer drüber. Boah, nicht ganz so schön. Die Adern auch hier wieder wunderbar zu erkennen, genauso wie die Unebenheiten, auch die Finger an für sich, wie sie hier angelegt wurden. Also es ist fantastisch gemacht, super schön. Und hier auch wieder die Fingernägel zu sehen, der Daumen, jawohl, so sieht's aus. Okay, also das ist doch schon mal schön gemacht, aber ohne Gussnasen wäre es natürlich um einiges besser. Hier haben wir den Kopf, der auch schon bei der alten Figur dran war, inklusive Haarlocke, ja, Haarsträhne, die hier reinhängt, was klasse aussieht. Das hier ist der Rage-Modus. Guckt euch an. Gelbe Augen mit schwarzen kleinen Pupillen. Die Augenbrauen haben sie super nachgezogen. Auch die, ja, Wimpern hier leicht zu erkennen. Ne? Schönes schwarzes Outline. Auch die Lippen wunderbar nachbemalt. Und schaut mal hier, man sieht Zahnfleisch. Könnt ihr das erkennen? Bisschen von diesem Altrosa, was das Zahnfleisch ist. Ist das nicht der absolute Oberscheißburner? Das ist doch der Hammer. Guckt euch das an. Auch das Profil, sie sieht einfach nur gut aus. Meine Güte. Klasse. Das Ohr auch nicht vergessen. Die Haare, die wirklich so super in Bewegung eingefangen wurden. Das Alter, wie geil, wie geil. Schaut euch das an. Ja, Kinn, auch hier eine Gussnase, die rumläuft. Der Hammer, ne? Aber das Gesicht an für sich super modelliert. Mann,
Sie guckt ein bisschen zur Seite, sie guckt nicht genau geradeaus, aber der Blick ist toll und das meine ich. Das kann man angucken, das ist ein ästhetisches Gesicht, auch wenn sie sauer ist, aber es sieht gut aus, es sieht einfach nur gut aus. Die Haare, es ist alles aus Gummi hier übrigens, ne? Auch schön in dem Grün, hat so ein bisschen dunkelgrünes Dark Wash bekommen. Gefällt mir sehr gut, wie die Haare hier im Wind wehen oder in der Bewegung, vollkommen egal. Es sieht klasse aus. Die Details halten sich hier in Grenzen. Man hätte es noch ein bisschen feiner skulpturieren können. Das steht außer Frage. Ja, ein paar feinere Härchen andeuten. Das haben ja sogar die Schleichfohlen. Ja, das haben sie ja weggelassen. Aber egal, es sieht sehr schön aus. Dieses Dunkelgrün mit diesem hellen Grün zusammen. Es ist super. Es ist super. Wunderbar passend zu diesem Kopf im Rage-Modus. Also fantastisch. Und hier diese Strähne noch quer übers Gesicht. Also super. Ein traumhafter Kopf. Das finde ich, kann man anders gar nicht sagen. Toll modelliert. So, dann kommen wir hier zu unserer kompletten Figur mit diesem neuen Kopf hier. Auch der sieht wunderschön aus. Auch hier die Augenbrauen sitzen perfekt im Dunkelgrün. Die Augen auch wunderbar, guckt euch das an, das Weiß ist perfekt, das Grün der Pupillen ist schön, die schwarzen Punkte und auch hier könnt ihr die Wimpern sehen. Fantastisch gemacht, die Lippen sauber in diesem Dunkelgrün bemalt. Sie guckt irgendwie ein bisschen ins Leere, aber es ist ein Träumchen. Ja, auch hier die Haare wunderbar modelliert. Ich sag ja, man hätte es noch ein bisschen feiner machen können, aber alleine wie sie hier liegen, hier über die Schulter fließen, hier hinter die Schulter, die Ohren haben sie hier komplett weggelassen. Es sieht super schön aus, auch hier noch entsprechend verwaschen das Ganze. So sieht es von oben aus. Ich sage ja, Feinheiten wären da noch drin gewesen, aber ist vollkommen okay. Dann hat sie hier natürlich ein zerrissenes T-Shirt an. Die Haare, ne, aus Gummi, könnt ihr auch anheben. Hier lauter kleine Löcher hier oben, hier unten werden sie größer. Auch der Faltenwurf, wunderbar modelliert. Es ist ein Träumchen, ehrlich, ist ein Träumchen. Auch hier vorne, ne, wunderbar zerrissen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also wirkt grandios, wenn ihr die Figur vor euch habt. Und der Arm lässt sich hier total leicht bewegen. Ja, das ist der Knaller. Wir haben hier einiges an Beweglichkeit, ihr könnt schon sehen. Auch die Brust, der Oberkörper ist hier nochmal beweglich. Schaut euch das an. Drunter hat sie ein Sixpack, aber es ist alles noch wirklich ästhetisch. Es ist nicht übertrieben. Man kann das wirklich angucken. Wir haben hier kein Monster. Wir haben hier echt eine hübsche, gut durchtrainierte junge Frau. Aber alles wirklich super ästhetisch umgesetzt. Der Hammer. Das Sixpack ist ein Träumchen, inklusive Bauchnabel, der Hammer. Das Grün, wie schon gesagt, Laubfroschgrün, gefällt mir sehr gut. Dann schauen wir uns mal die Oberarme an. Die sehen von vorne nicht ganz so kräftig aus wie von der Seite. Ihr könnt es hier schön sehen. Auch hier wunderbare Details, was die Haut hier angeht. Die Muskeln, die Aufteilung ist okay. Dann hier halt die brutalen Gelenke, schaut euch das an. Und entsprechend die Fäuste, die sie hier mitbekommen hat. Auch hier Gussnasen des Todes. Anders kann man es gar nicht sagen. Das ist nicht so der Hammer. Den Daumen kann man sehen. Auch hier noch den Fingernagel, das Innere der Hand. Man kann ihr jetzt hier nichts in die Hände geben. Wozu auch, sie braucht nichts. Ihre Fäuste und ihre Wut regeln den Rest, ja. Dann hier ebenfalls die andere Faust zu sehen, Fingernagel und Gussnasen. Auch das kann man alles schön bewegen. Wir schauen es uns gleich an. Die Knöchel, sie haben hier wirklich nichts vergessen. Unterarm schön kräftig modelliert. Sehr gut, von der Seite wirkt es alles nochmal ein bisschen wuchtiger als von vorne. Dann hier auch nochmal eine wunderbare Aufteilung. Die Muskeln auch hier schön zu sehen. Ich mache die Arme mal nach oben. Dann sehen wir hier den Sixpack. Die Taille, die Proportion ist super, krass, ne? Der Rücken, hier geht schön tief rein, das sieht alles richtig gut aus, auch die Form, die Hose hier sitzt. Alter, guck dir das an! Das ist nicht nur eine Gussnase, sondern sie haben den Körper hier zusammengesteckt, sehe ich gerade. Ja, sind zwei Teile, haben sie zusammengesteckt. Ach du liebe Zeit. So, hier geht's los. Hier wurde das Schwarz der Hose ein bisschen auf das Grün drauf geschmiert. Das ist nicht ganz so perfekt.
Ich meine, die Dinger wurden bedruckt, da wurde nichts mehr von Hand bemalt, definitiv. Dann kann man hier ein bisschen die Struktur oder ja, die Stofffasern der Hose sehen, die Taschen hier hinten, ja. Ich sag ja, bei dem Vorgänger waren das alles blau, dunkelblau. Hier haben sie schwarz gemacht. Dann haben wir hier den Übergang in die Beine. Das sieht gut aus, kann man angucken. Und die Hose natürlich hier in Fetzen, alles zerrissen. Ne? War eine Stretch Jeans, davon kann man ausgehen. Und auch wie das Ganze modelliert wurde, wie das Ganze zerrissen dargestellt wird, das sieht klasse aus. Auch wie das hier noch über die Knie drüber läuft, was ja extra noch Gelenke sind. Also toll gemacht, oder? Kann man doch überhaupt gar nichts sagen. Auch die Gelenke hier noch gut versteckt in dem Schwarz mit drin. Sehr schön. Gefällt mir alles wirklich gut, Mann. Was für eine geile Skulptur, kann man anders gar nicht sagen. Waden schön kräftig modelliert, auch hier die Muskeln ein bisschen zu sehen. Nicht übertrieben, keine viereckigen Koffer, auch das kann man wirklich sehr schön angucken. Hier haben wir einen kleinen Aufdruck drauf. Und dann kommen wir hier zu den Füßen. Man sehen hier die Fersen, dann von der Seite hat einen hohen Reihen. Und dann sehen wir hier noch die Zehen, auch natürlich hier eine Gussnase, die drumherum läuft. Die Zehen sind ein bisschen dick, wenn er mich fragt. Alles ultra ästhetisch und bei den Zehen, da haben wir ein bisschen Wasser drin, wie es aussieht. Ja? Also nicht ganz so schlank, wie sie sein könnten. Auch keine Adern an dem Fuß zu sehen. Okay. Und der Reihen, wie schon gesagt, ziemlich hoch. Hängt vielleicht auch mit dem Gelenk hier zusammen. Bin ich mal auch gespannt, wie stark wir das hier bewegen können. Bis jetzt tut sich nämlich gar nichts. Hier geht's, jawohl, hier geht's. Da kann man den Fuß schön nach vorne machen. Okay. Sieht nicht wirklich gesund aus, hier nach hinten. Sie hat eine schöne breite Standfläche und natürlich die Löcher, wo ihr sie auf eine Standhilfe stellen könnt. Ihr seht hier die Zehen von unten, das ist okay. Der große Zeh ist vielleicht ein bisschen kurz. Überhaupt sind die alle ein bisschen kurz, ja. Sehr fleischig das Ganze. Also da wollte er ein bisschen schneller fertig werden, der Künstler oder die Künstlerin von den Ganzen, ne? Aber okay. Ja, dann hier nochmal vorsichtig probieren. Das hängt tatsächlich fest, dieses Gelenk. Ja, da bräuchte ich ein bisschen heißes Wasser. Das funktioniert nicht. Hier funktioniert es einwandfrei. Bevor wir den Kopf und so weiter wechseln, dann lasst uns jetzt wirklich mal die Bewegungen angucken. Also die Arme gehen so weit nach oben, das ist das Maximum. Dann können wir die Arme an und für sich auch noch drehen. 360 Grad, okay. Dann haben wir hier den Bizeps, auch den können wir hier nach links und nach rechts biegen. Nach oben und unten geht nicht. Dann haben wir hier den Ellenbogen. Hier können wir das auch nach vorne biegen. Okay, das geht. Das geht sogar sehr weit. Schaut euch das an. Die Hand liegt richtig an. Also im Prinzip könnte die sich auch am Kopf kratzen. Ja, oder halt entsprechend verteidigen, ne? Die Faust vors Gesicht halten. Das ist okay. Wir können hier die Hand selbstverständlich bewegen. Wir können es nach unten und nach oben biegen. Jawohl. Okay, also auch das ist sehr gut möglich. Das bewegt sich alles gut. Auf dieser Seite auch alles möglich. 360 Grad, so rum geht auch. Jawohl. Ellenbogen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auch das geht. Okay. Jawohl, man kann es auch schön anlegen, genauso wie die Hand. Auch die geht nach unten und nach oben. Alles klar, also auch das wunderbar. Und es rastet auch wieder ein, wie ihr hört und seht. So, dann hier, wie schon gesagt, das Oberteil kann man ein bisschen bewegen. Die Hüfte unten kann man nicht bewegen, nein. Dafür aber die Beine. Kann sie einen Spagat machen? Ja, die kriegt einen Spagat hin. Guckt es euch an. Ne? Locker Spagat sieht auch nicht unbedingt gesund aus, aber sie kriegt es wenigstens hin. Dann die Beine kann man auch nach außen spreizen. Jawohl, ist auch möglich. Dann die Knie. Ist ein Doppelgelenk. Jawohl, schaut es euch an. Auch das geht brutal weit nach hinten. Sehr schön. Und den Fuß können wir auch noch ein bisschen strecken. Also da sind einige Posen möglich. Mein lieber Scholli, die ist ganz schön gelenkig. Respekt, schaut euch das an. Knaller.
nur an diesem Bein hier, da brauche ich warmes Wasser. Und das werde ich jetzt auch mal kurz machen. Man muss nicht immer drücken wie ein Hornochse, sondern einfach ein bisschen warmes Wasser nehmen, dann kann sich das bewegen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das bei der Figur hier brauche, aber okay, gut. Ach übrigens, die Schenkel, guckt mal, ihr könnt es auch hier noch bewegen. Ah, alles klar, das hätte ich jetzt fast übersehen. Also auch das ist noch möglich, ist ja der Knaller. Hier auch die Knie, wunderbar beweglich, jawohl. Das ist, schaut euch das an. Pilates steht nichts im Weg und entsprechend können wir hier natürlich posen. Also ich halte das Gelenk hier mal kurz unter warmes Wasser, unter heißes Wasser. Dann schauen wir mal, ob sich bewegen lässt, was ich doch hoffe. So, nichts, was man nicht mit ein bisschen warmem Wasser hinkriegt, ne? Also jetzt lässt sich das wieder bewegen, aber das ging schon wirklich schwer, ne? Ihr könnt übrigens auch den Fuß dann so nochmal rundherum drehen. Ja? Also die Beweglichkeit ist schon wirklich grandios. Ne? Gut, also sie kann stehen. Yes, Sir, das tut sie einwandfrei. Und wir haben, wenn sie so steht, eine Größe, eine Höhe von 18 cm. Ziemlich genau. Ne? Also es ist wunderbar. Jetzt würde ich mal sagen, wie sieht's aus mit den Fingern, wenn wir die wechseln, das können wir hier ganz einfach abziehen. Gerade nach vorne wegziehen. Ihr seht hier einfach nur eine kleine Verdickung, damit es ein bisschen hält. Dann mache ich ihr hier mal die andere Hand dran. Schön gerade reinstecken. Oh, das geht sehr leicht. Sehr schön. Die geöffnete Hand gefällt mir sehr gut am Körper. Auch die Proportionen stimmen. Die Hand ist nicht zu groß. Sehr gut. Dann diese auch gleich mal austauschen. Und die Hand rein. Ja, auch das geht wunderbar, sehr schön. So sieht sie dann schon mal mit ihren alternativen Händen aus. Und auch die kann man sehr gut bewegen. Das geht ohne Probleme. Ja, also nur der eine Fuß war bisher eine Schwachstelle. Okay, dann der Kopf, nicht erschrecken. Ne? Plopp, so sieht das Ganze dann aus. Letztendlich geht auch gut runter. Und ja, Mann, ich muss den echt nochmal vor die Kamera halten, weil es sieht grandios aus. Schaut euch das an. Die Lippen sind wirklich perfekt. Kein Farbabplatzer, gar nichts dran. Auch die Augen wunderbar. Also schon ein Hammermodell. Hier seht ihr die Haare auch nochmal von innen. Wie schon gesagt, da wären noch ein paar mehr Details drin gewesen. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon einfach gemacht. Aber es ist schön. Es ist eine wirklich tolle Skulptur. Träumchen. So, und jetzt stecke ich hier gleich den Rage-Modus auf. Beherzt drücken und dann sitzt es auch schon. Den Kopf könnt ihr hier natürlich dann auch noch entsprechend zur Seite drehen. Ihr könnt es nach unten machen. Oh, das sieht schon fast aus wie ein Genickbruch, ja, krass. Oder halt noch ein bisschen nach oben. Ist aber nicht so viel drin, wegen den Haaren eben. Ne? Die stoßen hier ganz einfach an, aber sie kann nach oben gucken, geradeaus und auch etwas nach unten entsprechend, ne? So, das könnt ihr hier machen. Ja, dann werde ich hier jetzt mal ein bisschen versuchen zu posen. 22 Bewegungspunkte, wenn ich mich da jetzt nicht verzählt habe, also das ist absolut fantastisch. Wir haben zwei Köpfe, wir haben vier Hände geöffnet und in Faustform, auch da sind schon mal wunderbare Posen oder Stellungen möglich. Vor allem was die Ausdrucksweise angeht, die Bemalung ist super geworden, gefällt mir wirklich gut. Das linke Bein, wie schon gesagt, ich habe hier ein bisschen heißes Wasser gebraucht, aber dann lässt sich das bewegen. Ansonsten, ihr holt sie aus der Verpackung raus und ihr könnt sie bewegen, das ist schon mal ein großes Plus. Die Proportionen hier sind absolut stimmig. Der Head Sculpt, fantastisch gelungen, wunderschön. Bei den Haaren wäre noch mehr drin gewesen. Die Farbkombi, Oberteil, die Haut und die Hose, auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Wunderbare Details bei den Zähnen und das Zahnfleisch, nicht zu vergessen. Was die Gussnasen angeht, da hätte man vielleicht noch ein bisschen drüber schauen können. Aber ich meine, okay, es ist Marvel Legends, ich glaube, da erwartet man nicht mehr. Man sollte aber auch nicht weniger erwarten, ja. Und man sollte es halt auch vor allem den Hersteller wissen lassen. Nicht, dass das hier noch einreißt, ja. Aber wenn euch She-Hulk gefällt, also für mich, von dem, was ich bisher in diesem Bereich von Actionfiguren gesehen habe, aus dieser
Marvel Legends Serie in meinen Augen die beste Umsetzung bisher. Wirkt alles sehr ästhetisch, nicht monströs, das wäre dann die nächste Stufe. Und es macht wirklich Spaß, sie anzuschauen. Also ich bin jetzt nicht so der Poser-Mensch, der sie in 1000 Stellungen hier aufstellen muss. Mir reicht, wenn die Skulptur schön modelliert wurde. Ich bräuchte überhaupt keinen Action-Anteil. Ich bräuchte einfach nur eine gute Grundpose. Ein Augenblick festgehalten in der Skulptur, das würde mir komplett reichen. Aber okay, wir sind hier halt im Actionfigurenbereich. Man kann posen. Mir reicht sie aber schon im Prinzip in der Originalverpackung drin. Und ich sag ja, die erste Figur, die hier bei mir angekommen ist, die sitzt so perfekt in ihrer Verpackung im Blister drin. Es ist ein Träumchen. Einfach das Ding hier angucken. Mir reicht es schon. Mir reicht es komplett. Ja, aber ich wollte euch hier nur noch ein bisschen so die Posen zeigen, was man machen kann. Ich meine, das haben schon zig andere 1000 YouTuber gezeigt, vermutlich auch noch besser vorgestellt, überhaupt kein Thema. Aber wenn ich schon zweimal da habe, dann wollte ich es einfach auch nochmal vor die Kamera halten und kundtun, wie gut mir diese Skulptur hier gefällt. Gut, dann würde ich sagen, war es dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Das war mein Unboxing, mein kleines Review zu Marvel Legends She-Hulk in ihrer 2021er Version mit austauschbaren Händen, mit zwei Köpfen, einer alternativen Bemalung und einfach einem hammerguten Aussehen. Ich sage ciao, tschüsschen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Rupi. Yay! Yeah.